Hallo zur Pressekonferenz vor dem Bundesligastart in Leverkusen. Hier oben begrüße ich, wie gewohnt, Markus Gisdol, unser Chefcoach. Im Nachhinein dann auch noch Pirmin Schwegler, wie angekündigt. So, aber jetzt fangen wir erstmal an mit unserem Trainer und Ihren Fragen, bitte. Keine? Die personelle Situation gut und schwer, wie es da aussieht aktuell. Es ist so, dass beide Spieler jetzt, oder machen wir einen für den anderen, ist besser. Dass zunächst mal Fabian, am Anfang hat es sehr schlecht ausgesehen, direkt nach der Verletzung. Wir haben Schlimmstes befürchtet. Es hatte sich dann in Anführungszeichen nur als eine schwere Prellung herausgestellt. Er hat gestern schon relativ viel wieder machen können, wird heute mit der Mannschaft trainieren und dann wird man sehen, wie die Reaktion dann ist. Durchaus realistisch, dass er vielleicht schon wieder zur Verfügung steht am Wochenende. Bei Marc ist es so, dass es jetzt ja bekanntlich ein paar Tage länger jetzt insgesamt gedauert hat, was aber normal ist für so eine Verletzung. Ist ähnlich, der hat gestern auch schon sehr viel gemacht und wir werden schauen, ob er heute schon mit der Mannschaft voll trainieren kann und davon dann auch abhängig machen, ob ein Einsatz fürs Wochenende schon in Frage kommen kann. Machen wir es nur mit Herrn Wittig weiter, dann Herr Eichhorn. Jetzt am Anfang gegen Bayer Leverkusen, noch später auch gegen die Bayern. Gibt es da Phasen der Saison, wo man gegen diese Top-Mannschaften auf den ersten sechs vielleicht lieber antritt oder wo es vielleicht ein bisschen günstiger kommt als mitten in einem Champions-League-Modus oder wenn die auch bei den Gegnern noch nicht ganz so die Abläufe vielleicht passen oder ist es einfach noch rein? Ja, ich denke, hinterher wissen wir sicher besser. Aber grundsätzlich mal ist es so, dass irgendwann in der Saison darfst du ja immer gegen diese Mannschaften spielen. Ich sehe das nicht so als Bestrafung oder als fürchterliche Sache, gegen diese Teams zu spielen, sondern es ist ja schön, dass man gegen diese Top-Mannschaften in der Liga irgendwann mal spielen kann. Und ob das jetzt nachher ein Vorteil ist oder ein Nachteil, gegen die jetzt am Anfang zu spielen oder wie sich die Situation auch immer darstellt, das ist tatsächlich so, das kann man hinterher sicher besser beantworten. Aber man sollte mit viel Vorfreude in diese Spiele reingehen. Also ich glaube, du hast ja im Grunde genommen nicht allzu viel zu verlieren. Ja, weil jeder rechnet damit, dass Leverkusen stärker ist wie wir. Jeder rechnet damit, dass dann auch Bayern München stärker ist. Aber zunächst mal der totale Fokus natürlich auf die erste Partie. Und dann musst du einfach unbefreit auch aufspielen. Ja, und total mit totaler Freude auch in diese Spiele reingehen, ja. Spielfreude an den Tag legen, aber auch totale Aggressivität. Ja, wir freuen uns, dass die Bundesliga wieder losgeht. Ja. Ich glaube, es geht jedem so, der mit Fußball in Verbindung ist, dass die Zeit jetzt schon gefühlt sehr, sehr lange war und für manchen ja jetzt erst wieder die Wochenenden irgendeinen Sinn ergeben, ja, wenn wieder Fußball läuft und von daher freuen wir uns ja genauso, weil wir unterm Strich ja auch Fußball lieben und deswegen schön, dass die Bundesliga wieder startet. Ich wollte Sie gerade fragen, Herr Gisdol, wie groß ist denn die Vorfreude, alle Zeitungen schreiben und so weiter? Oder ist die Vorfreude so ein bisschen vergelt, verhagelt worden durch dieses Pokalaus letzte Woche? Das kann ja passieren, noch einmal. Ich kann ja nicht nachvollziehen, wenn wir jetzt da mit irgendwie, wenn unsere Niederlage irgendwie mit einer Blamage gleichgesetzt wird. Wir haben gegen einen Zweitligist verloren. Das wollten wir sicher nicht. Und wir sind auch verärgert deswegen, dass wir es nicht geschafft haben. Aber wenn du gegen einen Zweitligist im Pokal verlierst, dann sage ich, kann es mal vorkommen, sollte nicht. Unsere Leistung war aber nicht in Ordnung. Ja. Und dann ist aber auch gut. Und deswegen nimmt es uns aber nicht die Vorfreude auf den Bundesliga-Start, sondern die ist nach wie vor vorhanden. Wir bekommen sicherlich durch die aktuelle Verletzten-Situation Tag für Tag mehr Möglichkeiten, weil immer wieder auch ein Spieler jetzt noch reifer wird und näher an die erste Elf auch ranrückt. Und das ist gut, ja, das brauchen wir jetzt einfach. Und dann werden wir sehen, wie wir da abschneiden. Herr Gisdol, die Mannschaft hat in der Vorbereitung ja einige Termine auch zusammen gehabt. Zum Beispiel waren Sie, glaube ich, im Europapark. Sie waren hatten einen Grillabend, glaube ich, in Oslo und oder in Norwegen und waren auch dann in Oslo in der Stadt zusammen. Wie sind denn die Neuzugänge bis jetzt integriert und wie ist die Stimmung generell in der Mannschaft? Gut, also die Mannschaft hat sich sehr gut gefunden. Es war
dieser Ausflug Europapark war Initiative der Mannschaft an einem trainingsfreien Tag. Finde ich sehr gut, wenn die Mannschaft solche Dinge unternimmt, ja, um auch sich zu finden, zusammen zu wachsen. In Oslo im Trainingslager ist es nun mal so, dass du beisammen bist, ja, und dann findest niemand anders, der mitgeht, wenn du in die Stadt gehst. Deswegen war das nichts Außergewöhnliches, was dann dort stattgefunden hat. Da ist man ja sowieso Tag und Nacht zusammen und hat da gut zueinander gefunden. Und von daher, ich habe das ja schon mehrfach auch betont, es ist eine gute Stimmung in unserer Mannschaft. Wir haben die Mannschaft ist so dabei, sich zu einem richtigen Team zu formen. Und diesen Prozess begleiten wir sehr, sehr wohlwollend und sehr gerne. Gute Jungs dazu bekommen auch. Da spielt ja bestimmt auch Kevin Korani eine wichtige Rolle. Inwieweit ist er denn schon eine Option für das Spiel gegen Leverkusen, vielleicht auch für die Startelf? Auch das muss man jetzt nochmal anschauen, die nächsten zwei Tage. Aber ich glaube, Startelf wäre definitiv noch zu früh. Aber ich sage, ich glaube. Ja, deswegen müssen wir da zum Schluss nochmal einmal alles abwägen. Ja, Kevin macht Fortschritte, sieht man deutlich im Training. Ja, die Präsenz wird besser, die Laufeinheiten bzw. die Intervalle, die er in den einzelnen Spielsequenzen dann auch jetzt schon verstärkt durchhalten kann, die werden besser. Ja, das Mannschaftstraining schlägt an und von daher ist es eine Frage der Zeit, bis er dann soweit ist, bis er längere Spielzeit auch bekommt. Und da hoffen wir natürlich darauf, dass es schnell geht. Aber ich möchte da jetzt noch keinen Vorgriff aufs Wochenende machen. Ist denn die Frage, ob es noch Neuzugänge gibt, auch abhängig von den zwei Ergebnissen in den ersten zwei Spieltagen? Oder beantworten Sie die unabhängig davon? Unabhängig. Bleibt unabhängig davon, definitiv. Wird sie noch was tun? Wie ich schon mehrfach gesagt habe, es ist so, dass wir den Markt tatsächlich beobachten, dass es den einen oder anderen Wunsch vielleicht noch gibt, aber es muss auch immer passen. Und wenn sich eine gute Gelegenheit ergeben würde, dann glaube ich, dann wäre man bereit, aber nicht um jeden Preis. Gibt es weitere Fragen? Ich weiß nicht, ob Sie was dazu sagen mögen zu den Namen. Es werden ja heute zwei genannt, mit Regotta aus Gladbach, mit Schulz aus Berlin. Sind das zwei Kandidaten, die für Sie in Frage kämen? 50% der Spieler wären für uns interessant. In der Bundesliga? Ne, von den beiden. Ah, okay. Also nur einer von beiden. Beide nicht. 50% sind von zwei. War nicht so stark in Mathe. Ich glaube, ich bin jetzt Sportjournalist. Okay. Herr Becker, können Sie vielleicht jetzt vor dem ersten Spiel eine Zielsetzung für die Saison ausgeben? Nein, hat sich nichts geändert zu dem, was ich schon seit Wochen daher quatsche. Das heißt, mit welcher Art von Vorstellung gehen Sie jetzt in diese Saison? Sie sprechen, glaube ich, dann gerne, glaube ich, von dem Wort Entwicklung, kann man das so sagen? Auf jeden Fall. Wir müssen ja, hat ja uns auch die ganze Vorbereitung jetzt gezeigt. Wir wissen ja alle, welchen Umbruch wir jetzt machen und welchen wir in unserer Mannschaft vollziehen. Und wir sind sicher, die Mannschaft wird zueinander finden, die wird uns viel Freude bereiten. Aber wir müssen auch die notwendige Zeit hier in Kauf nehmen. Ja, Sie wissen selber, wie viele Transfererlöse wir erzielt haben in diesem Sommer. Ja. Ich glaube, die höchsten in der ganzen Liga und wie viel wir davon investiert haben. Und mein Auftrag und unser Auftrag ist es immer wieder, eine Mannschaft zu formen, Spieler zu entwickeln. Und da ist es ganz normal, dass wenn du so klasse Spieler wie Roberto Firmino zum Beispiel verlierst, dass du dann erstmal wieder auch einen Schritt zurückgehen musst, vielleicht auch zwei Schritte zurückgehen musst. Und deswegen die Erwartungshaltung nicht auf einmal in den Himmel steigt, weil es sind so viele Abläufe eingespielt gewesen und stabil auch gewesen, was unser Team angeht. Deswegen Stück für Stück, die Mannschaft wird ihre Zeit benötigen, ja, auch wenn sich das sicher immer wieder auch viele Trainer sagen, aber in dem Fall ist es wirklich wichtig für uns, dass wir in aller Ruhe unsere Mannschaft formen können. Die Mannschaft wird gut werden, ja, aber es wird auch ihre Zeit benötigen, da bin ich ganz sicher. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, dann machen wir. Achso,
Nee, mach ruhig und dann Herr Wittig noch. Ja. Gilt die jetzt schon? Hast du? Weil ich habe dich unterbrochen, sag doch nochmal. Ob Sie zu Leverkusen, zu einzelnen Spielern, zu denen ihrer Entwicklung neu zu gehen oder wie sich verändert haben, was sagen können, was man jetzt erwarten muss? Ja, ich denke, großartige Mannschaft, die letztes Jahr herausragend gespielt hat, sehr attraktiv, aber auch mit sehr viel Risiko. Hat jetzt auch vielleicht den ein oder anderen Spieler oder vermisst den ein oder anderen Spieler mehr in ihrem Abwehrzentrum, in ihrer Zentrale, wie es ihnen vielleicht lieb wäre. Ja, speziell denke ich, Toprak und Spahic waren ein sehr eingespieltes Duo. Im letzten Jahr sind beide jetzt nicht zur Verfügung. Castro ist schwer zu ersetzen, von daher. Die Zentrale hat etwas gelitten, aber vorne im vordersten Bereich ist das allererste Sahne, was Leverkusen zur Verfügung hat. Das ist absolut internationale Spitzenklasse. Und von daher ist es natürlich eine große Herausforderung, gegen diese Mannschaft zu bestehen. Also rechnen Sie sich Chancen aus, gegen die Abwehr, die da ein bisschen auch umformiert wird? Reinhardt ist auch noch fort? Ja, Reinhardt hat ja so gut wie nie gespielt. War jetzt kein Stammspieler, aber die anderen schon. Natürlich. Machen wir weiter mit Herrn Wittig. Ja, genau, im vorderen Bereich allererste Sahne wird man auch, wenn denn Fernando Lobo spielt, ich glaube auch ein Freistoßtreffer war das letzte Mal dabei. Ne? Egal, spielt keine Rolle. Wenn es halt auch da auch drauf ankommt, Standards zu vermeiden, einfach in bis zu 30 Meter Entfernung, wenn er denn spielt oder mehr Medien. Ne? Aber ich gehe mal davon aus, er spielt. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass Kalanoglu spielt. Ausgewiesener Freistoßexperte. Wenn es geht, natürlich alles, was 40 Meter vor dem Tor ist, keinen Freistoß mehr machen. Ja, der hat ja schon große Distanzen, aber Spaß beiseite. Alles, was 25 Meter vor dem Tor ist, ist natürlich brandgefährlich mit so einem Schütze. Wenn du das irgendwo verhindern kannst, solltest du es machen. Speziell die einfachen Fouls, die Kiesling immer gerne zieht, ja, der selber natürlich in die Kopfballduelle immer reinrauscht, aber sobald es einfache Berührungen gibt, da immer auch natürlich schnell Freistöße zieht, Geschicktes macht und von daher sollte man vor allen Dingen diese Situationen vermeiden. Okay, dann machen wir weiter hier. Herr Eichhorn hat noch und dann Herr Becker. Was mich bei Calhanoglu immer so ein bisschen wundert, es war vor Ihrer Zeit noch, dass so ein Junge jahrelang eigentlich hier im Schaufenster steht, auf dem Waldhof dann beim KSC und nicht gesehen wird. Ist es typisch, dass so ein Spieler auch mal so diesen zweiten Weg nimmt, dass der gar nicht auffällt vorher? Also mich wundert es immer, dass so ein Juwel dahinter sitzt unser Co-Trainer, ja. Der war früher U15-Trainer, der hat ihn auf dem Schirm gehabt. Also wir waren hier direkt in Kontakt. Der Spieler war schon auf dem Schirm bei uns, aber es gehören halt auch immer mehrere Dinge dazu, einen Spieler dann verpflichten zu können. Ja. Die anderen kämpfen ja auch mit drum und immer bist du halt nicht erster Sieger. Aber das ist nicht so, dass der Spieler bei uns unbekannt gewesen wäre, sondern den hat man schon von Anfang an richtig auf dem Schirm. Tobias Becker. Noch eine Frage rückblickend auf das DFB-Pokalwochenende. Da sind ja einige Sachen am Abseits des Platzes passiert, die ja, ziemlich bitter und traurig eigentlich sind. Von persönlichen Anfeindungen wie bei Duisburg, die Hoffenheim ja auch kennt, bis hin zu Einschusslöchern in Büssen. Und ja, da ist jetzt die Frage, bedrückt Sie das auch? Weil Hoffenheim hat ja bei anderen gegnerischen Fans oftmals auch ein schwereres Standing, sage ich mal. Und ob da vielleicht auch mal Angriffe auf Hoffenheim passieren? Ich sehe das seit längerer Zeit mit großen Bedenken, die verschiedenen Entwicklungen, weil es immer noch mal einen Schritt weiter geht. Ja. Wo endet es denn? Ja, sag mal, heute kriegt der Schiedsrichter mal was an den Kopf. Nächstes Mal wirst du angespuckt. Beim übernächsten Mal ist die Situation so, dass du körperlich bedrängt wirst. Jetzt hat es schon einen Schuss gegeben auf einem Bus. Also, ich habe ehrlich schon große Bedenken, dass da mal was ganz Schlimmes passiert. Ja, sie müssen da alle auch schon ein bisschen irgendwo zueinander stehen, ob das jetzt Mannschaften sind wie Hertha BSC oder Red Bull Leipzig oder Hoffenheim oder Leverkusen oder wer auch immer oder Wolfsburg oder Bayern. Es gibt immer Leute, die diese Clubs mögen oder weniger mögen. Manche gehen dann schon in den Hassbereich, aber sobald es darum geht, Personen zu verletzen, ja, dann ist eine deutliche Schwelle überschritten und da müssen wir alle schon extrem sensibel sein und wissen, es ist zum Schluss Sport. Ja, es ist Sport, da gibt es immer einen Gewinner und Verlierer und es wird immer verschiedene Sympathien geben. Aber
wenn solche Grenzen überschritten wird, dann werden wir immer alle auch nachdenklich, die wir in diesem Sport natürlich drin sind, weil wo soll es denn enden? Ja, und ich habe da wirklich meine Befürchtung, dass irgendwann mal was Schlimmes passiert. Was schlagen Sie vor, dass man da vielleicht unternehmen könnte? Grundsätzlich mal versuchen, den Hass nicht zu unterfüttern. Heißt das auch, was Vereinsverantwortliche angeht, möglicherweise von anderen Clubs, die da ja auch gerne mal ab und zu so ein bisschen streuen? Alles sehe ich da. Ich sehe uns alle damit in der Verantwortung. Wir selber als Trainer als erstes und dann aber auch natürlich die Verantwortlichen, die Medien, Spieler untereinander. So immer den notwendigen Respekt auch gegenüber den Gegnern behält und das auch immer zum Ausdruck bringt. Weil wie gesagt, noch einmal, zum Ende ist immer Sport und es soll Spaß machen. Unser Spiel soll den Leuten Freude machen, ja, soll mit einer Freude nach Hause gehen. Hast du auch mal Ärger, weil du verloren hast, okay, aber es darf einfach nicht so weit gehen, wie die Entwicklung momentan sich andeutet. Das ist nicht gut. Okay. Ich frage noch, Hawkeye, erster Einsatz jetzt am Wochenende, ausgerechnet gegen Leverkusen, ist er Realsatire. Wurden Sie eingewiesen von den Schiedsrichtern oder vom Schiedsrichterverband als Team, als Trainer, wie das Ganze vonstatten geht? Wie stehen Sie da? Ich weiß es gar nicht. Ich denke, es wurde Hupen dann. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nein, das brauchen wir ja auch nicht. Wenn der Ball in der Linie ist und macht Piep beim Schiedsrichter, dann ist ein Tor. Wichtig ist, dass die Schiedsrichter die Schulung hatten. Schulung, aber kriegen Sie das mit dann unten? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich schaue dann auf den Arm beim Schiedsrichter, wenn ich irgendwie Zweifel habe. Aber Das gibt nur das Signal auf die Uhr und nochmal ein Tonsignal an den Linienrichter. Okay. Eine kurze Frage hätte ich noch, nicht unbedingt zu hoffen, wenn Sie gerade so gemütlich da sitzen. Daniel Didavi ist bei unserem Sonntagsstudiogast. Vor genau 10 Jahren haben Sie den Jungen übernommen, damals in der U17. Können Sie sich erinnern, welche Erinnerungen haben Sie an den Burschen? War der schon immer so gut? Ja, Daniel hatte große Freude, hat uns Trainern große Freude gemacht. Immer ein außergewöhnlicher Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Auch ein ganz eigener Typ, ja, der so die Extraklasse immer wieder auch schon in seinem Wesen irgendwie beinhaltet. Und ich habe lange mit ihm jetzt mitgefiebert, dass sein Knie wieder gut wird. Ja, weil das war eine ganz schwierige Phase. Für ihn. Wir haben auch mal telefoniert zwischendurch und ja, wenn er will, können Sie ihm sagen, es wäre jederzeit ein Platz in Hoffenheim frei. Ja, für ihn. Also, außergewöhnlicher Spieler. Ja, ich wünsche ihm alles Gute. Ja. Gut, dann danke dir. Letzte Frage noch, Herr Wittig, und dann machen wir auch Wechsel. Antworten werden dezidiert, aber wenn Marc Uth nicht spielen könnte, sich doch ergibt, dann gibt es ja verschiedene Optionen. Und dann nochmal vorne rein, wäre Sebastian Rudi nochmal auf der 10 eine Option für Sie? Oder wie sieht es bei Salai aus? Wie würden Sie ihn im Moment sehen? Da müssten Sie ja noch ein bisschen was ändern, wenn die Personalie Uth halt nicht bereit stünde. Und da ein Tick vielleicht. Ja. Schwierig, weil ich weiß ja, dass die Leverkusener auch das Zeug hören, was ich jetzt da erzähle. Ja, und wollen wir natürlich nicht zu viel verraten, aber wir werden schon ein bisschen was ändern am Wochenende, das ist sicher. Da stehen wir 4-4-2. Da stehen wir zentral nicht so. Aber. Okay. Gut, alles klar. Ja. Dann danke dir, Markus. Dann machen wir hier oben einen Wechsel. Wir begrüßen Pirmin Schwegler hier oben. Heute ist auch ganz schön warm hier drin, ne? Hallo. So, ja, der Trainer hat es gesagt, Pirmin, das Wochenende hat wieder einen Sinn. Bundesliga geht los. Wie groß ist die Vorfreude bei euch im Kader? Ja, immens groß. Wir haben jetzt lange dafür gearbeitet. Natürlich einen Dämpfer bekommen im Pokal. Das haben wir aufgearbeitet, ein bisschen Kopf waschen müssen. Und haben das auch natürlich besprochen, diese Woche sehr, sehr hart gearbeitet, wie die letzten Wochen davor. Und jetzt kann es losgehen. Okay, dann geht's auch los mit Ihren Fragen, bitte. Fangen wir an bei Herrn Eichhorn, gehen dann rüber. Pirmin, neuer Kapitän in Hoffenheim, Last oder Lust? Lust. Null Last, sondern ich freue mich drauf. Wir haben eine tolle Mannschaft, wir haben gute Charaktere dabei und ich freue mich auf die Aufgabe.
Sie waren ja in Frankfurt, wenn ich gerade kurz anknüpfe, in Frankfurt ja auch länger Kapitän. Erleichtert Ihnen das den Zugang zum Amt? Ich habe Erfahrung damit, ich weiß, was dazu gehört und sicherlich hilft das auch. Hier ist es ein Stück weit wieder jetzt eine andere Aufgabe, wir haben eine andere Mannschaft und die Aufgaben sind aber ähnlich. Und ja, es hat mir schon die Tage enorm Spaß gemacht, natürlich viele Aufgaben direkt gehabt, aber das gehört natürlich dazu. Gehen wir es mal rüber. Ich bleibe mal bei der Wortwahl des Kollegen. Erst Bayern, dann Bayern, Last oder Lust? Entschuldigung. Nochmal. Erst Bayern, dann Bayern, Last oder Lust? Auch Lust sind die schönsten Spiele, zwar die schwersten. Ich halte nichts davon, wenn man sagt, gegen Bayern oder dann gegen andere Top-Mannschaften sind leichte Spiele, weil man nichts verlieren kann. Wir sind uns bewusst, es wird natürlich enorm schwer, wir müssen uns steigern. Aber man kann sich mit den besten Spielern messen und ja, wir wissen dann definitiv, wo wir stehen und jeder Fehler wird dann aufgezeigt und wir hoffen natürlich, dass wir sehr wenig Fehler machen und da auch bestehen können. Welche Aufgaben? Sie haben gerade von vielen Aufgaben gesprochen, die Sie als Kapitän haben. Können Sie da mal erläutern, welche dazugehören, was die wichtigsten sind hier im Moment? Ja, ich glaube, das ist jedem auch bewusst. Das ist jetzt nicht irgendwo anders. Natürlich ist es mehr Verantwortung. Man muss die ganze Mannschaft ein bisschen im Überblick haben und auch auf jeden eingehen. Man muss sich auch mal hinstellen und ja, da seine Stellung zu nehmen. Man muss jungen Spielern helfen. Man muss viel Verantwortung übernehmen. Und da könnte ich jetzt noch viele, viele Dinge aufzählen. Entscheidend ist, dass man es macht und dass man da auch wirklich ja, auch immer wieder als positives Vorbild vorangeht und da auch das ausstrahlt. Vor allen Dingen muss man mehr Interviews geben. Ja, gehört auch dazu. Fragen. Herr Eichhorn. Leverkusen war Ihre erste Deutschlandstation. Gibt es noch Verbindungen dahin? Gibt es noch irgendwelche Bekannte, Verwandte, Freunde? Verwandte gab es noch nie in Leverkusen, aber schon auch viele Verbindungen, wobei das natürlich auch mit den Jahren abbröckelte. Ich hatte dann mit Reinhardt, Rolfes und Castro zusammengespielt. Die sind jetzt auch alle weg. Der Einzige ist, glaube ich, noch Kiesling, der schon zu der Zeit da war. Und zu den Verantwortlichen, wenn wir uns sehen, haben wir ein gutes Verhältnis. Ich habe da wirklich eine tolle erste Station erleben dürfen in Deutschland. Für einen jungen Spieler Top-Adresse. Aber jetzt bin ich doch schon viele, viele Jahre in Deutschland, denkt man gar nicht. Und deshalb ist dann die Verbindung nicht ganz mehr so da. Gibt es weitere Fragen? Nochmal zu Ihrer Rolle jetzt als Kapitän. Die Mannschaftsstruktur hat sich ja doch grundlegend geändert. Viele ältere, erfahrene Spieler sind weggegangen. Muss sich diese Mannschaft noch irgendwo finden? Ist sie da auf dem Weg, auf der Suche vielleicht? Auch so ein bisschen war da auch das 60er-Spiel so ein bisschen vielleicht Gesicht dieser Suche nach der eigenen Identität. Wie sehen Sie das? Ja, sehe ich sicherlich auch so. Wir haben wirklich einen Umbruch da. Viele gestandene Bundesligaspieler sind weggegangen. Viele neue, junge Spieler sind dazugekommen. Einige haben auch Erfahrung natürlich, viele aber noch Neuland, Bundesliga und von unten stoßen auch extrem viele junge Spieler hoch. Das ist einerseits eine tolle Aufgabe, eine tolle Herausforderung. Die Mannschaft hat schon Potenzial. Haben aber gesehen, dass es Zeit braucht und wir hoffen, dass es sehr, sehr schnell greift. Arbeiten extrem hart, habe ich vorhin gesagt, die ganzen Wochen schon, wollen uns schnell finden. Aber wir sind uns bewusst, es braucht eine gewisse Zeit. Und ich freue mich aber auf die Aufgabe. Wir haben wirklich, glaube ich, die zweitjüngste Mannschaft, wahrscheinlich die jüngste Abwehrkette in der Bundesliga. Dass da auch mal Rückschläge kommen, das muss jedem bewusst sein. Wir brauchen auch jeden Mann, wir brauchen die Leute hinter uns, weil es wirklich ein Prozess sein wird. Aber die Ausgangslage ist nicht ganz so schlecht, wie es vielleicht jetzt in den letzten Tagen dann auch hoch sterilisiert wurde. In den letzten zwei Spielen gegen beim Fan-Familientag und jetzt auch gegen 1860 München wurden vorne kaum Chancen herausgearbeitet.
Sehen Sie da auch ein Problem, beziehungsweise wo sehen Sie danach Nachholbedarf vielleicht? Ja, natürlich ist es ein Problem. Wir haben wenig Chancen kreiert, wir haben wenig Ideen nach vorne gehabt. Und nochmals, das ist eine große Aufgabe für die nächsten Wochen. Und da wollen wir besser werden. Wir haben natürlich, jeder Einzelne hat sich am meisten über sich selbst geärgert nach dem Spiel. Es ist nicht so, dass man das dann abschütteln kann, sondern das nimmt man die ganze Woche mit. Und da waren wir, glaube ich, wir Spieler am meisten verärgert über unser Auftreten. Und wir sind total ehrgeizig, es besser zu machen. Und wir haben eine homogene Truppe, die das dann auch untereinander bespricht und da einfach auch einen Schritt nach vorne gehen will die nächsten Wochen. Und ja, wir versuchen da positiv zu sein und einfach auch Schritt für Schritt uns zu verbessern. Heißt es gleichzeitig, dass da vielleicht auch noch ein Kreativspieler fehlt? Ich meine, mit Firmino wurde ja eine abgegeben. Und man hört auch bei den Fans mal wieder diese Diskussion. Also wenn man, ist sie berechtigt? Fehlt da ein Kreativspieler? Wir reden von Firmino, der teuerste Spieler war der Bundesliga-Geschichte. Und natürlich hat er uns in den letzten Jahren oder Hoffenheim in den letzten Jahren enorm viel gegeben. 1:1 kann man Firmino nicht ersetzen, aber wir haben schon auch Spieler in der Mannschaft, die da reinwachsen können. Wirklich, ich sehe das jeden Tag, die jungen Spieler haben große Möglichkeiten, die brauchen aber auch wieder die Zeit. Und deshalb, ja, wird einfach eine gewisse Geduld vonnöten sein. Ich weiß, im Fußball ist das immer schwierig. Aber ja, die Frage kann ich jetzt nicht beantworten. Ich bin kein Manager hier bei Hoffenheim. Ich bin immer noch Spieler. Aber jeder macht sich natürlich Gedanken. Und da wird unsere sportliche Leitung nicht anders denken. Gibt es weitere Fragen? Keine mehr? Gut, dann noch der Hinweis, dass uns etwa 400 Fans mitbegleiten nach Leverkusen. Ja, und dann freuen wir uns aufs Spiel, auf den Bundesliga-Start, und dann sehen wir uns vielleicht den einen oder anderen, sehen wir uns wieder in Leverkusen. Danke. Danke dir. Bitteschön.